Recht herzlich willkommen zur 188. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir sind hier auf dem Weg hier. Gehen wir mal schnell rein in die Geschichte, dass wir jetzt wieder, wie ist er, Delford oder so ähnlich, überholen müssen. Der war ja voraus sozusagen und wir hatten das letzte Mal verbaselt, dass wir ihn. War er das jetzt oder wo ist er? Delfords Fahrzeug ist das, oder nee, wir haben gar nicht Delford anvisiert, sondern Enya, ne? Aber wir hatten jetzt schon Manöver gesetzt, welche sich hier hinten befindet. Und wir müssen das nur noch ausrichten und dann müssten wir das gleich fliegen können, sozusagen, ne? So war das, oder? So, das haben wir schon mal ausgerichtet. Das sind nur wenige Sekunden, die wir da brennen müssen. Ja. Warte mal, wir müssen mal schauen, dass wir hier einmal reingehen und das Triebwerk, den Schub wegnehmen, weil das ist ja ganz wenig jetzt. Und dann müssen wir gucken, dass wir zu dem Manöver da hinkommen, ne? Ja, wie machen wir das jetzt? Gute Frage. Wir sind schon ganz reingezoomt. Drehen. Ansicht geht. Weiter rein komme ich nicht. Ich gehe von aus, dass wir das, was wir gemacht haben, eigentlich soweit richtig waren erstmal, oder? Ja. Hier vorspulen? Nee. Kriege ich jetzt mal. Da, zumindest Manöver vorspulen. So, jetzt spulen wir vor, jetzt können wir nicht bewegen. Nur gerade mal gucken, ne? Oh, das sieht alle gut aus, ne? Ja, da ist das Manöver dann. Also wir kommen jetzt immer weiter weg von den Jungs hier. Oder auch von dem da. Das ist ja jetzt erstmal schlecht. Obwohl wir jetzt momentan ja wohl außen sind, ne? Oder? Nee, doch nicht. Die sind ja noch weiter außen. So, ein bisschen korrigieren müssen wir noch. Und dann haben wir gleich das. Ach nee, hier ist er, sind sie, ne? Da. Nee, warte, wir sind das. Und der, das V5 genau passt. Ja. Und wir müssen gleich dieses bisschen brennen. Und mehr auch nicht. Wir sind richtig ausgerichtet oder fast richtig ausgerichtet. Das kann man noch gerade mal ein bisschen korrigieren. So sieht's besser aus, glaube ich. Wir müssen jetzt einmal die 0,9 Meter mehr machen. Und zwar jetzt. So. Das Manöver kann weg. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir das hinkriegen, dass wir jetzt überholen wieder. Schnittpunkte sind da. Aber warte mal. Doch, das wird weniger. Das ist schon mal richtig. Lass einfach mal schneller laufen gerade. Gucken, was passiert mit der Entfernung. Wird auf jeden Fall weniger. Und noch schneller. 15, 14, warte mal, ist das denn alles so, wie wir das jetzt wünschen, nee, ne? Da gehen wir ja wieder in den Innenkurs, das ist also eigentlich schlecht. Das bedeutet, da müssen wir eigentlich Manöver setzen und wieder raus weiterkommen, oder?
Okay, ich sehe schon, wir kommen da hinten ja raus. Das ist auch wieder falsch. Den nochmal bitte weg. Manöver hinzufügen. Und... Warte mal, das ist falsch. Stopp. Da hinten sieht es doch eigentlich so jetzt aus, als ob wir da einen super Schnittpunkt hätten, aber es funktioniert nicht, weil wir dann crashen. Ja. Gute Frage, die nächste bitte. Komm, mach den weg. So, Manöver hinzufügen. Aber wir entfernen uns jetzt hier gerade wieder. Weil wir dann unter sind, ne? So. Das ist jetzt rein theoretisch passend. Aber müssen wir den Schwung anders machen? Ich würde es jetzt einfach mal so machen und gucken, was dann passiert. Einmal ausrichten. Stopp, falsche Richtung. Bisschen mehr. Rechts. So. Kommen auch gleich schon an den Punkt, ne? Ja. Bisschen nach links. So. Passt, oder? 34 Sekunden. Die sind 14,4 hinter uns, aber steigt. Weil wir auf der Innenbahn sind, ne? Da wollen wir jetzt ein bisschen was ändern. Gut. Dann lass uns das mal gerade brennen. Gut. Das weg. Und schauen, wo wir bleiben. Ja, wir sind jetzt ein bisschen weiter außen. Auf jeden Fall. Jetzt ist nur die Frage, ob wir das von der Entfernung her richtig gemacht haben. So, Zeit, vorspulen. So, 15,4 steigt er jetzt gerade, weil wir noch unter Land sind. Unter Land hört sich gut an, ne? Wir sind hinter ihm. Jetzt kreuzen wir die Bahn dort. Und jetzt kriegen wir den Abstand wieder zurück. So. 15. Jetzt sind 13. Ja, das ist jetzt mal was Besseres. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ja, das sind doch mal Zahlen. Den können wir leben, oder? So, 3000 Meter ist schon mal was, oder? Wer ist denn wer? Lass mal noch gerade ein Stück vorfliegen.
So, und da geht's ja jetzt auch in der Bahn, dass wir das nicht hinkriegen. Ah, der Grüne ist unser. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir da hinkommen, ne? Ja. Das ist das Ziel. Dessen Flugbahn. Wo ist denn der zweite Kreuz? Da. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das irgendwie zueinander ziehen, oder wie war das? Nee. Jetzt müssen wir das so machen, oder wie war das? Kommt der dann näher? Gute Frage, ne? Der ist jetzt da. Das ist meine Flugbahn, ne? Und der rote ist seine Flugbahn. Ja. Jetzt muss ich das irgendwie angleichen. Ja. Aber wie? Muss ja hier ein bisschen schneller werden, also kann es das nicht so rum sein. Weil das ist ja der durchgestrichene Kreis. Oder? Nee, das war sogar nicht der durchgestrichene Kreis. Dann ist es ja doch der da hinten, ne? Tja. Welche Flugbahn ist seine, welche Flugbahn ist meine? Richte mal gerade so aus, dass wir da hinkommen. So. Ich müsste jetzt ein bisschen Schub geben, damit ich... Ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, das kriegen wir jetzt gerade mal nicht so hin, wie ich mir das vorstelle. Also hier entfernen wir uns definitiv wieder. Oder? Ja, wir haben überholt, jetzt kommt er, das wird er schneller werden. Nee. Doch. Ach, er überholt uns ja eigentlich hier noch. Wir müssen jetzt hier größer werden. Machen wir gerade noch Manöver hier hinzu. Wir müssen jetzt nach da brennen. Machen wir das doch mal, oder? So. Will ich nicht. Weil meine Bahn kommt da ja gleich raus.
der entfernt sich jetzt auch schon. Wir sind drunter, genau. Deswegen wird das ja auch mehr. Aber wir müssen nachher gucken, dass wir da hinten hier nicht so weit außen sind, ne? Machen wir das hier erstmal weg. Hier schneidet sich unsere Bahn. Das heißt, da muss ein Manöver hin. Und da müssen wir einfach kleiner werden, ne? Aber irgendwie ist das gerade nicht so, wie ich mir das vorstelle. Hier müssen wir kleiner werden, das ist schon mal klar. Oh, das war jetzt zu viel. Oh, jetzt, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich Gas aus Versehen gegeben. Da sind wir zu weit außen. So. Ja, das müssen wir erstmal so machen. Mal erstmal so eine ungefähre Bahn haben, ne? So. Sieht doch schon so aus, als ob wir dann auf seiner Bahn auch kommen, ne? So. Machen wir einen Schritt schneller. So. Sekunden vorher. Wir sind jetzt außen. Das heißt, wir haben wieder den längeren Weg, aber der ist zu lang. Ja, das wird schon so vielleicht gar nicht so verkehrt sein, was wir da gerade vorhaben. So. Markierung kann weg. Wir fliegen hier jetzt außen den etwas längeren Weg, aber nicht zu viel, würde ich hoffen. Und treffen da hoffentlich irgendwann auf seine Entfernung. Weil wir haben uns ja jetzt wieder entfernt gehabt, ne? So, kurz schneller. Entfernung nimmt jetzt wieder ab. Interessanterweise da auch. Sechs, vier, okay. Schnittpunkt ist erst da hinten, okay, weil der hier noch weiter einschwenkt, okay. Ja, wir hatten schon 3000 in der Nähe, waren wir schon, ne? Also. Vier, viereinhalb. Jetzt kommen wir schneller näher. Okay. 3,7, 3,6.
Wir kommen diesmal unter 3000. Automatisch speichern 2000. So, machen wir mal langsamer. Wir sind jetzt wieder hier unter der Geschichte dann. Das bedeutet ja, wenn wir drunter sind, dass wir wieder Distanz zunimmt, ne? Ich glaube, das war jetzt nicht so recurrent. Ne, der Grüne ist es definitiv nicht. Sondern wir müssen wahrscheinlich im Blauen ziehen. Boah, das ist jetzt aber auch schwer zu erkennen hier, ne? So. Ja, das wird hier zwar enger. Und das müssen wir dann irgendwo anders noch korrigieren. Da hinten wahrscheinlich wieder dann. Ja. So. Ausrichten. Ist da unten angesagt. Okay. Das ist dann gegenläufig. Jetzt haben wir gerade einmal. Okay, das sollte noch funktionieren. Und ich glaube, wir sind jetzt mal nicht auf Kurs, oder doch? Das ist so schwer zu sehen. Ah, jetzt kommt die Marke besser. Ne, ich glaube, wir sind schon da gar nicht so schlecht. So, einmal das Gebrannte und fertig. Das weg. Und jetzt habe ich den Schnittpunkt erwischt, den ich gar nicht haben wollte. Ach so, das ist ja unser Ziel schon. 2,5 fallend. So. Da ist unser Ziel im Endeffekt. Prinzipiell müssen wir mal draufhalten, ne? Dass wir da hinkommen. Wieso dreht er sich jetzt so doof? So. So, anvisiert ist. Jetzt mal Feuer machen. Wenn wir mal näher kommen, oder? Ist das jetzt weniger oder nicht? Wird weniger. So.
Ja. Okay, die Zeit läuft, geht runter. Das heißt, wir kommen noch wieder näher ran. Das ist schon mal gut. Aber ich würde mal sagen, da kümmern wir uns in der nächsten Folge weiter drum rum. Sind jetzt erstmal fertig. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.